Sag es mal, als Gott, da hat man es auch nicht leicht. Über. Sie kriegen ja kaum noch gutes Bodenpersonal. Das ist wirklich schwierig. Ja, ja, es gibt ja kaum Fachkräfte. Es ist einfach so. Na ja, gut. Und da haben wir natürlich mal eine Lösung, die mal ein bisschen unkonventionell ist. Die haben wir jetzt nicht. Gut, Lösung. Hallöchen, hier sind die Inge und die Renate. Und wir sind Gott. Das klingt erst einmal ein bisschen komisch, es ist aber so. Du Inge, jetzt haben wir schon wieder so viele Kirchenaustritte. Was machen wir denn da? Renate, ich hab's doch schon immer gesagt. Wir brauchen mal wieder eigenes Personal vor Ort. Wer soll das denn machen? Wir können doch hier gar nicht weg. Also ich wüsste ja jemand. Aber der sitzt ja hauptsächlich auf dem Sofa herum, nicht? Ach ja, nur ich hab's halt probiert, Inge. Und ich komm doch einfach nicht mehr ran an den Bub. Na komm, jetzt rufen doch noch einmal an hier. Ja, Jesus, kommst du gerade mal wieder rein? Es wird nichts. Was denn? Ja, jetzt geh halt mal beide, setz dich doch mal hin. Das ist jetzt gerade ganz ungünstig. Ach, na ja, man hört und sieht nichts mehr von dir. Groß ist er geworden, groß ist er geworden. Erzähl doch mal ein bisschen, was machst denn so, wie läuft's denn so? Also ich hab ja einiges, was ich da... gerade, bin ja gerade mitten beim... Ja, man wird ja mal 5 Minuten miteinander quatschen können. Gell? Christstollen? Jesus, die Inge und ich, ne? Wir hatten uns überlegt. Naja, du musst doch auch mal wieder ein bisschen raus unter die Leute und so. Nee, also das könnt ihr direkt vergessen. Ja, das hab ich einmal gemacht. Diese Scheiße. Inge, ich hab dir's gesagt, der ist ganz verbohrt. Wie vernagelt der Bub. Jesus, geh doch noch mal runter. Deine Mutti ist doch schon ganz aufgebracht. Nein, das könnt ihr euch direkt abschminken. Ja, ich möchte auch noch mal dran erinnern, dass ihr mich damals ganz schön habt hängen lassen. Ich hab jetzt noch die Beschwerden im Gelenk. Jesus, es war doch auch nicht alles schlecht. Nein. Überleg doch mal, zum Beispiel... Du bist auch übers Wasser gelaufen, immer so schön. Das hat er doch so einen Spaß gemacht. Ja. Hatte immer so eine Freude dran gehabt. Ich weiß überhaupt nicht, was jetzt los ist, Inge. Sorry, also. Wir müssen doch auch präsent sein am Point of Sale. So weit kommt's noch. Ich glaub, es hackt. Und Jesus, ob sich noch mal belatscht, der geht noch mal runter. Ja, aber falls du runtergehst, könntest du mir vielleicht noch mal so 6 bis 12 Flaschen von dem Kristallweizen mitbringen, gell? Hallo, sehe ich aus wie ein Götterbote, oder was? Ja gut, man würde noch mal fragen dürfen, du. Als das Ambrosia, du, das geht am so auf das Senkel, gell? Und denk dran, nicht, dass du wieder Pfandflaschen mitbringst, gell? Du bist auch übers Wasser gelaufen, immer so schön. Das hat doch so einen Spaß gemacht. Was macht er denn? Nein, er geht doch nicht ins Wasser. Nein. Er steht aber. Oh, Gott. Oh, Gott. Leute, warte, warte, warte. Blöd gelaufen damals. Ich weiß auch nicht, was da war. Also. Naja, Judas, schwamm drüber, gell? Die Inge und ich, wir hatten uns überlegt. Ja, willst du denn nicht mal wieder raus? Ein bisschen unter die Leute, nicht? So, ja, ja, ja. Gut, das wäre natürlich. Ja, ich meine, wir brauchen doch mal wieder einen eigenen Ansprechpartner vor Ort.
Wir hatten wieder gedacht Richtung Messias, gell? Mhm. Sowas in der Art, ne? Bisschen Wunderheilung, Wasserlaufen, das ganze Programm. Das ganze Programm. Und da hatten wir gedacht, wäre das nicht auch mal was für den Judas? Für den Judas, haben wir gesagt. Ich meine, da könntest du mal eine ganz andere Seite von dir zeichnen, nicht wahr? Ja. Obwohl, ich meine, wollte nicht lieber doch den Jesus fragen, also nicht, dass dann wieder Stress gibt und so. Ach. Judas, jetzt mal unter uns. Auf den Jesus können wir da nicht zählen. Gucken dir doch mal an. Nein, das ist ja so ein Couch-Potato ist das geworden hier. Ja, also wenn der heute übers Wasser läuft, dann geht der unter wie ein nasser Sack. Säuft ab. Da hatten wir jetzt schon gar nicht mehr damit gerechnet, Inge, gell? Nein, da hatten wir nicht mehr damit gerechnet, du. Der Messias hier. Messias, guck mal. Okay, Leute, ich mach's. Was ist denn hier los? Na, der Jesus geht noch mal runter. Ist doch super. Ja, nee. Das war ja mir zugesagt, ne? Naja, Judas, es hat sich jetzt halt mal anders entwickelt, gell? Aber da müssen wir auch mal an die Zielgruppe denken. Das ist doch eine Frechheit. Immer muss der im Mittelpunkt stehen. Judas, also, wir sind ja hier mitten in einer Besprechung, gell? Ja, aber ich hab das doch schon überall rum erzählt. Ja. Gott, wie stehe ich denn jetzt da? Ich flipp aus. Gell, Judas, ja. Immer kriegt diese Gesundheitslatsche den Job. War der Name nochmal? Jesus. Und weiter? Christus, hallo, der Heiland. Müssen Sie nicht gleich patzig werden? Hallo? Moment, der Jesus Christus? So, ein Chianti, Lambrusco oder lieber ein Dornfelder? Was? Ach so, für mich dann ein Chianti, bitte. So, kommt gleich. So, einmal der Chianti. Ja, ich meine, das wäre aber eher jetzt ein Lambrusco. Was ist los? Das ist ja wohl... Gut, ist ein Lambrusco, aber vom Prinzip ist es ja wohl klar geworden. Oh mein Gott, Jesus Christus. Ja, entschuldigen Sie, ich habe Sie gar nicht erkannt. Na, selbstverständlich. Wo ist er? Herr Christus, was für eine Überraschung. Hallo, ich habe da so einiges. Sekunde. Ja. Auch von Gott persönlich. Mal langsam mit den jungen Pferden. Folgendes, ich habe das Ganze kurz mit dem Papst durchgesprochen und... Es ist ihm, ehrlich gesagt, im Moment nicht so recht, dass Sie hier sind. Es ist nicht böse gemeint, aber man würde sich doch selbst eine Konkurrenzsituation schaffen. Wissen Sie, wir haben uns da in den letzten 2000 Jahren mühsam etwas zusammengereimt. Und wenn das jetzt wieder alles anders sein sollte, das würde eine solche Unruhe reinbringen. Schwierig. Bis sowas wieder unter den Teppich gekehrt ist, das dauert immer, meine Erfahrung. Also, wie gesagt... Lassen wir es doch einfach dabei. Aber versuchen Sie es doch gerne mal bei einer anderen Religion. Ja. Leute, ich komme da hin, ja, der Heiland, hallo? Ja, ich bin ja eigentlich eher ein relaxter Typ, ja, aber da habe ich so einen Hals. Hm? Ich habe jetzt gerade zufällig hier, aber ich hätte Zeit, also wenn ihr wollt, könnte ich noch mal runter, also. Ja, hier, nehmt ihn doch mal, Mr. Diplomatie. Leute, also ich bin raus aus der Nummer. Hm? Wie gesagt, mein Angebot Jesus, steht, also ich könnte echt... In der Heiland, hallo? Ja?
Diese Scheiße, ja? Ach, naja, Bub. Also, wir haben. Also mein Angebot steht und ich könnte auch jetzt direkt. Ich könnte. Könnte Och, gleich. Du. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich dann nochmal. Fährt auch. Lust haben. Ja, also der Jesus war ja dann tagelang wieder so bockig, gell? Ich hasse das. Liegt den ganzen Tag im Bett rum, mittags kommt er mal raus, sag ich zu ihm, oh, ist der Herr auch mal wieder auferstanden, gell? Aber dass er auf die Idee gekommen wäre, selbst schon mal vor Ort etwas die Welt zu verbessern, ne? Das kann man ja anscheinend nicht erwarten, ne? Sagt er zu mir, wo soll ich denn da anfangen? Aber ganz Unrecht hat er damit nicht. Vielleicht lassen wir mal wieder so ein Meteorit. Ach ja, und dann? Dann können wir gerade wieder alles neu schöpfen. Ach Inge, sowas ärgert mich immer. Ach, jetzt Renate, riech dich doch nicht so. Ach wirklich? Du könntest doch erst einmal so lassen. Professorisch. Hallo? Ja, ja, Sie müssen klicken. Daumen hoch abonnieren und an der Glocke bimmeln. Einfach klicken abonnieren, an der Glocke. Sie haben's doch genau verstanden. Du lieber Gott, dann machen Sie es doch einfach.